Der Spuk mit dem Coronavirus und E-Commerce ist endlich vorbei. Was das Ganze auf sich hat, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Bis vor kurzem war der Coronavirus noch ganz, ganz, ganz groß in Hype in den Medien und wie viele Leute gestorben sind und so weiter und so fort. Und dabei war man sich noch nicht mal bewusst, wie viele Menschen in Deutschland allein nur an Grippe pro Jahr sterben, nämlich mehr als 40.000 Stück allein in Deutschland. Interessiert nun niemanden, weil wenn irgendwo anders was in der Welt passiert, muss ja die Aufmerksamkeit nach da gelenkt werden und alles, was da passiert, ist schlecht. Jedes Paket, was da hergestellt wird, ist schlecht. Und wenn wir jetzt einfach mal die Todesopfer von dort nehmen und die Todesopfer von einer ganz normalen deutschen Grippe nehmen, dann dürfte auch rein theoretisch nirgendwo ein BMW fahren, ein VW fahren, ein Audi fahren, weil wir ja eine so krankes Land sind. Und das Ganze hat sich so ein bisschen widergespiegelt, natürlich auch auf den E-Commerce-Markt, gerade für die Leute, die viel aus China importieren. Ich meine, bei uns ist es nicht anders. Wir importieren 70% der Ware aus China und 30% hier direkt aus Europa. Von daher hatten wir natürlich seitens China auch einige Probleme, sage ich mal, die wir natürlich zu bekämpfen hatten. Aber dazu möchte ich euch gleich auch nochmal mehr erzählen. Zuerst einmal, das Ganze ist vorbei. Die Ware geht ganz normal wieder raus. Ihr seht auch noch mal kurz in diesem Ausschnitt, was genau überhaupt übertragbar ist. Also es gibt derzeit überhaupt keinen Anlass dafür zu vermuten, dass sich die Krankheit durch Pakete oder Lieferungen aus China übertragen kann. Das Virus hält sich gar nicht auf Oberflächen so lange. Also es braucht tatsächlich ja Tröpfchen zur Übertragung. Insofern gibt es keinen Grund, Pakete oder Sendungen aus China nicht anzunehmen. Und wie du vielleicht an diesem Ausschnitt gesehen hast, kann allein vom Virus her, von der Übertragbarkeit, vom Paket zum Menschen nichts passieren. Das Einzige, was halt passiert ist, dass die Medien das Ganze so ein bisschen wild wuseln, damit man bloß keine Pakete aus China annimmt, was natürlich vollkommen Unsinn ist. Seit dem 10. Februar darf China offiziell wieder Pakete versenden nach Europa hin. Das seht ihr auch nochmal kurz in diesem Auszug. Das hat mir zum Beispiel meine Händlerin geschrieben, wo sie mir nochmal bestätigte, okay, Factories machen heute wieder auf am 10. Februar und es kann ganz normal weitergehen. Es kann natürlich sein, dass manche Factories dabei sind, die sagen, nee, wir machen bis zum 20. Februar zu oder wir machen noch bis zum 20. Februar Pause. Aber offiziell ist es so 10. Februar ist Start und zwischen 10. und dem 20. Februar darf man dann ganz gewohnt wieder starten, je nachdem, wie viele Mitarbeiter gerade einem zur Verfügung stehen. Das bedeutet für uns jetzt im Klartext, dass das Businessmodell überhaupt nicht gefährdet ist. Und vielleicht siehst du auch nochmal an diesem Punkt, dass es immer wieder Hürden gibt, gerade so bei diesem Businessmodell, beim Dropshipping, bei der Versandart Dropshipping aus Asien. Es werden dir immer wieder Steine in den Weg gelegt. Dann diesmal war es jetzt etwas, was man nicht voraussehen kann, dass es die Medien sind. Kann mal halt passieren, aber da muss man dann halt abwarten und mal schauen, okay, wie entwickelt sich das, wie leitet sich das weiter und was passiert da überhaupt? Und wir haben uns das jetzt ganz mal die letzten 3 Wochen angeschaut und letztendlich hat es nicht so einen starken Einfluss auf uns gehabt, aus dem einfachen Grund, da der Coronavirus natürlich zu einer idealen Zeit kam, was die Medien vielleicht nicht bedacht haben, ist nämlich, dass es in China gerade auch aktuell Chinese New Year ist, beziehungsweise dass es Chinese New Year war. Chinese New Year ist meistens so von Mitte Januar bis ungefähr Anfang Februar, Mitte Februar. Und genau in dieser Zeit haben sie dann auch den Coronavirus in die Welt gesetzt. Ob das jetzt gewollt war oder nicht, kann man jetzt so schlecht sagen. Und daher hat es auf uns gar nicht so einen großen Einfluss gehabt. Denn wer bei uns zum Beispiel im Coaching ist, der weiß auch ganz klar, dass sobald Chinese New Year ist und wir hauptsächlich nur Produkte aus Asien importieren, sollten wir auf jeden Fall die Werbung ausschalten. So, jetzt gibt es natürlich auch über das Coronavirus ein paar Lieferschwierigkeiten, gerade für die Leute, die vielleicht die Werbung angelassen haben. Und diese Leute haben dann wahrscheinlich jetzt auch ein paar geschädigte Kunden. Von daher ist jetzt wahrscheinlich auch die Frage, wie gehe ich überhaupt mit den geschädigten Kunden um, die ein Produkt bei mir bestellt haben, Anfang oder Mitte Januar bis ja, Ende Januar oder jetzt Anfang Februar und es ist immer noch nicht da aufgrund des Coronaviruses, weil keine Pakete versendet werden konnten. Und da ist die Antwort eigentlich ganz klar, du bist selber schuld. Warum? Ich denke, bei uns im Coaching haben wir es damals ganz klar formuliert. Für die Leute, die bei uns im Coaching sind, die wissen, wie man mit der Situation umgeht und die wissen auch, wann das Chinese New Year ist. Und jeder Hersteller, jeder Lieferant teilt dir im Voraus mit, wann er nicht da ist. Das heißt zum Beispiel, wenn er sagt, du, wir gehen vom
15. Januar bis meinetwegen zum 10. Februar gehen wir in den Urlaub, weil das Chinese New Year ist, dann ist das seine Sache. Und das hast du zu beachten. Dann kannst du nicht sagen, ja, ja, alles klar. Sondern was du machen musst, ist, die Werbung auszuschalten. Heißt im Endeffekt, du musst wirklich hingehen und sagen, okay, ich mache die Werbung jetzt einfach mal ein bisschen weniger, um diese Kundenunzufriedenheit zu vermeiden. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du auf jeden Fall, wenn Lieferschwierigkeiten sind, die vorhersehbar sind, dass man da auch auf jeden Fall handelt und agiert und die Werbung dann dementsprechend natürlich herunterfährt und auf jeden Fall ein bisschen minimiert, sodass man da nicht so eine zu hohe Kundenunzufriedenheit hat, weil es ist ja dann schon eine lange Zeit, wenn man einen Monat nicht liefern kann. Und das muss man halt vorhersehen. Von daher, vorhersehbare Ereignisse können wir selber steuern. So, jetzt ist es natürlich so gekommen, dass der Coronavirus genau mit dem Chinese New Year gefallen ist, was für uns schon mal ein sehr positiver Aspekt ist, weil wir hatten sowieso die Werbung gering und haben nicht durchlaufen lassen. Und in dem Sinne haben wir zum Beispiel überhaupt keine Probleme gehabt, weil heute ist der Tag, beziehungsweise am Montag war der Tag, wo wirklich die Ware ganz normal wieder rausgesendet wird. Und am Sonntag war der Tag, wo wir zum Beispiel unsere Werbung erst wieder eingeschaltet haben. Und daher hatten wir überhaupt keine Probleme, da überhaupt irgendwelche Dinge nicht liefern zu können. Für die Leute, die trotzdem die Werbung angelassen haben und vielleicht nicht das wussten oder auch wegen dem Coronavirus das jetzt einfach mal angelassen haben, die haben natürlich vielleicht den einen oder anderen verärgerten Kunden, was auch vollkommen normal ist und auch, ja, vollkommen halt so ist, da kannst du letztendlich nur warten, bis der Kunde dir eine E-Mail schreibt und dann auf den Kunden individuell eingehen. Also wenn er stornieren will, storniere es. Wenn er nicht zufrieden mit der Ware ist, lass ihn das zurückschicken. Also wirklich individuell darauf eingehen, weil der wichtige Aspekt dabei ist das sogenannte Kundenfeedback, was du auf Facebook einsehen kannst. Und wenn dieser Wert unter 2 sinkt, dann hast du ein dickes Problem. Und dieser Wert sinkt dann unter 2, wenn deine Kundenunzufriedenheit einfach schlecht ist. Wenn du nicht auf E-Mails antwortest, wenn du nicht individuell auf den Kunden eingehst und so weiter und so fort. Dieses Kundenfeedback ist relativ neu, das gibt es noch nicht ganz so lange. Das wurde erst Ende 2019 eingeführt und von daher achte da unbedingt drauf. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber du hast einen positiven Aspekt auch dabei. Wenn du jetzt zum Beispiel schon sagst, okay, hey, ich habe schon ein negatives Kundenfeedback, dann schau mal in diesem Auszug hier. Hier hat Facebook nämlich auch ganz klar formuliert, dass sie wissen, dass aufgrund des Coronaviruses auf jeden Fall Lieferschwierigkeiten da sind. Wenn das so ist, klicke hier auf Überprüfen und mache es einfach so, dass du diesen Satz hier reinschreibst und dann kümmern wir uns auf jeden Fall darum. Und in dem Sinne hast du eigentlich überhaupt keine Probleme, was das Kundenfeedback angeht, da Facebook dich hier sogar jetzt tatsächlich unterstützt. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen kleinen Einblick zeigen, wie es bei uns läuft, wie es bei uns ausgegangen ist, dass es wirklich alles positiv ist, dass das Businessmodell trotzdem positiv weiterlaufen kann und ja, ich das Businessmodell nach wie vor einfach liebend gern mache und ich wünsche dir in dem Sinne noch einen schönen Tag und vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen.